Schmuckkörbchen. Einpflanzen in ein Gefäß. Schmuckkörbchen, auch Kosmeen genannt, bestechen durch ihre leuchtenden Farben. Sie blühen von Juni bis Oktober in weißen, roten und rosafarbenen Tönen. Als Gefäß eignet sich am besten ein Ton- oder Keramiktopf. Je nach Größe des Drainagelochs sollte eine Tonscherbe über das Loch gelegt werden. So wird zum einen Staunässe verhindert und zum anderen das Ausschwemmen der FloraGuard aktiv Pflanzenerde vermieden. Lösen Sie die Pflanze vorsichtig aus dem Topf und tauchen Sie den Wurzelballen in Wasser, damit er sich vollsaugen kann. Lassen Sie ihn kurz abtropfen, bevor Sie ihn in die Erde einsetzen. Füllen Sie nun den Topf mit der restlichen Aktivpflanzenerde auf, drücken Sie die Erde fest, richten Sie die Pflanze gerade aus und formen Sie dabei einen Gießrand. Dieser soll einen Übertritt von Wasser beim Gießen der Blumen verhindern. Suchen Sie einen sonnigen Standort für Ihren neuen Terrassenmitbewohner aus. Und denken Sie daran, noch einmal ordentlich zu gießen, damit sich die Erde setzen kann.